hat man das gerade gehört, wie ich während der Nachrichten gehustet habe? Das war ich, Tommy. Ach, du hast auch. Es ist nett, dass du es auf dich nimmst, aber ich war es. Ich habe mich. Das ist ja, so wie die vielleicht. Englische Königin, die immer einen fahren lässt und der französische Abgesandte immer aufsteht und sagt Pardon. Pardon. Gut, wen haben wir denn da bitte in der Leitung? Ist das der Marc aus Greumbräuch? Ja. Bitte? Aus Greffenbräuch. Ja, wo liegt das denn? Das liegt in der Nähe von Düsseldorf. Aha. Von Lüdo. Schön, guten so. Morgen. Du bist 18 Jahre alt, willst diese formschöne Platin-CD hier gewinnen? Ja. Ja. Platin ist ja übrigens, haben wir letztens sagen lassen, wertvoller als Gold und Silber zusammen. Mhm. Ja, also häng dich rein. Wir spielen Loch im Bauch. Loch im Bauch, das Spiel, wo man wissen muss, wann, wie, wo, wer und warum. Loch im Bauch, das aktuelle Fragenspiel in der Morning Show. Und los geht's, Marc. Die erste Frage, eine aktuelle. Wer hängt denn da? Wo kommt denn jetzt auf einmal... Oder sehen nur wir das und das gibt's gar nicht? Ja, wo ist denn jetzt dieses Teletubby? Ach so, direkt vor der Kamera. Sehr nett, schön. Hübsch. Also, wir fangen an. Aktuelle Frage. Hertha BSC hat gestern Abend in der Champions League gegen den FC Barcelona gespielt. Wie? 1:1. 1:1, genau. Der hessische Ministerpräsident Roland Koch sagt zur Holzmann-Pleite das Folgende. Ich habe gehofft, dass wir mehr erreichen können. Aber ich habe zur Kenntnis zu nehmen, dass die Politik... Dass die Politik was, nur Moderator sein kann oder doch nichts verändern kann oder keinen Einfluss mehr üben kann? C. Schauen wir mal. Aber ich habe zur Kenntnis zu nehmen, dass die Politik eben dort nur Moderator sein kann. Schade. Ah, wäre es gewesen. Okay, macht nichts. Hast ja noch mehrere die Chancen. Die Bilderfrage, Marc. Ja, guck mal, wer ist denn das hier? Der schicke Typ mit der Sonnenbrille. Kannst du den sehen? Ja, genau. Wer ist das? Bisschen schwierig. Heute zu Gast im Berliner Velodrom übrigens. Das ist der gute alte... DJ Bobo. Oh. Okay, jetzt müsstest du die nächste Sache wissen. Ja. Aktuelle Frage. Die katholische Kirche wird im nächsten Jahr keine Beratungsscheine mehr ausstellen, die zur Abtreibung berechtigen. Wer hat das veranlasst? Der Papst. Ja, okay. So, und jetzt die Überschriftenfrage. Es geht um die Haushaltsdebatte. Schlagzeile, Rühe plötzlich im... Im was? Keine Ahnung. Rühe plötzlich im, zum Beispiel in der Badewanne. Wäre es ein grammatikalischer Fehler? Stimmt auch nicht. Rühe plötzlich im Rampenlicht wäre es gewesen. Schade. Ah, schade, Marc. Das war's dann, glaube ich. Das war schon für dich heute. Keine Platin-CD, aber vielleicht das nächste Mal. Vielleicht gibt's ja wieder eine Chance. Tschüss. Ciao. So, Julchen. Ja. Jetzt wäre es interessant, wie es weitergeht. Und die Sonja gibt uns das Zeichen. Oh. Und es scheint wirklich so zu sein, dass unsere großartige Kollegin gar nicht krank ist, also Basmann, sondern eine Parallelkarriere gerade hier anstrebt. Sie war gestern Abend im Fernsehen zu sehen, in einer Reportage, die hieß Leben in der Dunkelheit. Echt? Ja. So, das, glaube ich, trifft auch auf uns zu, irgendwie. Nein, ganz im Ernst, das wurde schon vor ein paar Wochen aufgezeichnet, war eine ganz schicke Reportage. Stimmt, das weiß ich noch. Ja. Und also Basmann war mit dabei. Wir haben gestern Abend natürlich reingeguckt und die Highlights zusammengeschnitten. Hier schön. Sind sie. Überhaupt nicht mehr. Kein Privat, kein Nachtleben mehr, gar nichts. Wir knoten uns dann noch und drücken uns, wünschen uns noch viel Glück und dann starten wir. Kein Spaß, das ist jetzt, ich bin total müde. Also Basmann, nicht nur total müde, sondern leider zurzeit auch krank. Also erhol dich recht bald. Wir haben einen traumhaften Gast heute hier im Studio. Jasmina von Rote Meile. Und Jasmina wird erstens für uns nahe Table dancen. Und
Weiß ich noch gar nicht. Doch, doch. Da werde ich dich schon noch überreden können. Und vielleicht auch mit der ein oder anderen Zuschauerin Table Dancen. Darüber hinaus haben wir ja unsere großartige Zuschauer-Ziehen-Jasmina-Aktion. 30 Sekunden Strip haben wir schon gesehen. Für 1000 Anrufer gibt es nur 30 weitere Sekunden. Sonja, apropos, wie viel haben wir im Moment? 881. 881 haben bisher angerufen. Das kann nicht sein. Wie, das kann nicht sein? Das sind mindestens das Doppelte. 1000 Anrufer gibt es die nächsten 30 Sekunden Strip und die Telefonnummern wurden gerade eingeblendet. Am Sonntag, du guckst es dir ja jedes Mal an, ich weiß, der Sonntagsbrunch. Ja. Kannst du nächsten Sonntag auch mal vorbeikommen? Kannst eigentlich immer Gast bei uns in der Sendung sein. Die Sonntags schlafe ich immer ganz gerne aus. Wann ist euer Brunch? Der ist um 5 vor 10, dass ich nicht lüge. Traumhafte Stunde. Ist gar nicht meine Uhrzeit. Ja gut, aber vielleicht für euch, für Sie. Dann bitte reinladen am kommenden Sonntag heute Abend. TAF Spezial und zwar ein Berlin Spezial. Und jetzt erstmal der CD-Tipp. Nein. Andreas Türk. Andreas Türk, Wünsche werden wahr. Ich möchte meine erste Liebe wieder treffen. Ich möchte einmal in Schumis Ferrari sitzen. Ich will mit den Backstreet Boys Pizza essen. Ich würde gerne auf einem Elefanten in die Schule reiten. Jetzt mal ehrlich, jeder von uns hat doch einen ganz besonderen Traum. Und der kann jetzt Wirklichkeit werden, denn ProSieben macht's möglich. Mit einer einzigartigen Show zugunsten der Kindernothilfe. Jeder kann mitmachen. Das heißt, ihr schreibt uns euren Wunsch oder vielleicht wollen sie einem anderen eine Freude machen. Wünsche werden wahr auf ProSieben und ich freue mich auf ihre Post. Zur ProSieben Morning Show. Einen traumhaften Gast haben heute Jasmina Filali aus die Rote. Wie sagt man den Nachnamen richtig? Filali. Filali. Ganz kurz und Filali. Filali. Okay. Aber wenn es nicht Filali, sondern Filali gesprochen wird, dann kann man sich auch die ganzen Witze sparen. Zum Beispiel Filali geschlossen oder. Geht nicht. Filali geschlossen wäre noch okay, aber Filali geschlossen. So, und da sind wir schon voll beim Karlau. Und ich habe eine gemeine Meldung und eine gute Meldung. Welche willst du zuerst haben, Jasmina? Die schlechte. Die gemeine. Schaut mal, was die BZ hier schreibt. Guck mal, Verona, das ist ein echtes Bond-Girl. Du leider nicht. Ja, das ist das echte Bond-Girl und hier sehen wir gleich auch noch Verona, wenn die Kamera ein bisschen aufzieht, die ja auch vorgeschlagen war als Bond-Girl, aber den Zugschlag nicht bekommen hat. Da ist Verona, ja. Hat sich schon mal Pistole fotografieren lassen, aber wurde es dann doch nicht. Das echte James-Bond-Girl ist übrigens eine Atomwaffenexpertin im wahren Leben. Und das ist natürlich ein bisschen unfair, ja. Eine Atomwaffenexpertin gegen eine Spinatexpertin. Das konnte ja nicht gut gehen. Und das, apropos gut, ist dann hier die gute Meldung. Die Bratpfannenheldin von Kreuzberg. Eine Dame, die überfallen wurde von zwei finsteren Räubern in ihrem Tante-Emma-Laden. Sie war übrigens gerade dabei, Spiegeleier zu machen, ganz im Ernst. Und dann hat sie nicht die Eier in die Pfanne gehaut, sondern die Pfanne in die Eier. Ja, so passiert in Berlin-Kreuzberg. Du als Bond-Girl, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, würde ich auch gerne machen. Ich stehe auf Actionfilme. Ja? Und wurdest du da schon mal vorgeschlagen? Nee, noch nicht. Ja? Dann werde ich das machen. Ich habe da super Beziehung. Super Connection, ne? Super Connection. So, hier ist unsere Handyaktion. Yeah. Gewonnen! Das kann auch Ihnen passieren. Auch heute haben wir wieder irgendwo in diesem Land ein Handy versteckt. Also rangehen und ein Telly D1 Extra Pack gewinnen. Wenn das Handy dreimal klingelt. Oder viermal oder so. Eine Aktion der ProSieben Morning Show. Und unser Handy ist heute in Zepernick. Das haben wir deswegen gemacht, weil Jasmina Spezialistin eigentlich, Kulturreferentin von Zepernick ist. Ja, genau, stimmt. Wie groß ist Zepernick? 41 Quadratkilometer. 41 Quadratkilometer ist richtig. Wie viele Einwohner hat Zepernick? 8000. 8000 Einwohner ist, glaube ich, auch richtig. Mein Gott, mit diesem Fachwissen hättest du ja beim großen Preis. Soll ich auch sagen, wenn die Kirche gebaut wurde? Von Zepernick? Ja. Hast du es auch gerade gelesen? Zwischen 1841 und 43. Ja. Ich sag's ja, unsere Werbeblöcke sind einfach ein bisschen zu lang. Unsere Gäste langweilen sich derart, dass sie sich Kulturhistorisches über Zepernick aneignen. So. Was wähle ich hier eigentlich gerade für eine Scheiße? Das ist unsere eigene Telefonnummer und ich wundere mich die ganze Zeit, warum besetzt ist. Okay, so, dann wollen wir mal schauen hier. Unser Handy heute in Zepernick. Wenn jetzt jemand abnimmt, dann
gehört ihm das Handy. Wir lassen es allerdings nur dreimal klingeln. Bitte mitzählen. So, eins, zwei. Und die letzte Zahl heißt drei. Das war, glaube ich, gerade schon drei, gell? Ja, ne? Ja. Ja. Oh, schnell auflegen, nicht, dass da was schief geht. So. Tommy, wir haben den tausendsten Anrufer. Hab ich doch gesagt. Der tausendste Anrufer, das heißt, wir gucken uns weitere 30 Sekunden Striptease an aus Die Rote Meile. Ja, da fehlt noch eine Minute und 30 Sekunden. Das waren erst 1000 Anrufer, also 30 Sekunden. Haben wir eigentlich einen von diesen Anrufern in der Leitung? Ja, moin moin. Hallo, wie heißt denn du? Ja, ich bin der Holger. Holger. Aus Bayern, man hört sofort. Nee, aus Hamburg. Aus Hamburg. Ach so, ja. Mensch, da habe ich mich wieder vertan, ich Dummerchen. Holger. Ja. Warum hast denn du angerufen? Ja, meine Freundin ist gerade aus dem Haus, ne? Ja. Und da darf ich das auch mal gucken, ne? Also, ja. Was man gucken soll oder was ich sehen lassen kann, will ich mal sagen, das soll man auch angucken, ne? Holger, und was erwartest du dir genau von dieser Szene hier, die du länger sehen willst? Ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade gesehen, ich muss nochmal anrufen, weil das war immer noch zu wenig, ne? Ja, ganz genau. Also, wenn ihr, wenn Sie mehr als das sehen wollt, wollen könnt, dürft. Weitere 30 Sekunden Striptease. 01805-741-147 oder faxen, das fände ich auch schön. Ein Fax zählt übrigens für 200 Anrufer. Sage ich jetzt einfach mal so. 030-257-98-971. Dann gibt es weitere 30 Sekunden Striptease. So, warum habe ich hier diese Handgurke? Weil Jasmina jetzt einer unserer Zuschauerinnen das Table Dancing beibringen will. Betonung liegt auf will. Gibt's denn hier irgendjemand Freiwilligen? Und über 12 vielleicht? Da hinten die junge Dame. Wer? Ihr, ja, ihr seid noch zu jung zum Table Dancing. Da, das ist eine. Guten Tag. Hallo, ich bin Dani. Dani. Ja. Table Dancing schon mal gemacht? Nee, noch nicht. Ich wollte es aber ja nochmal probieren. Ne? Sonstige Erfahrungen mit Hausfrauenstrip oder ähnlichen? Ja, ein bisschen. Was, ehrlich jetzt? Nein, so für privat. Für privat? Da habe ich ein Bienennest getroffen. Für wen machst du das dann privat? Ja, wenn ich mal jemanden habe. Wenn ich mal jemanden habe. Okay, noch irgendjemand freiwillig für Table Dancing da drüben. Da haben wir, das ist übrigens eine Schulklasse aus Hellersdorf. Ja, wie heißt die Schule? Erich Maria Remarque. Ein Werk von Erich Maria Remarque. Ein was? Ein Werk, ein Buch. Ach so, wie heißt es nochmal? Im Westen nichts Neues und in der Rübe heute Morgen noch Durchzug. Guten Morgen, das ist die Lehrerin, oder? Ja. Ein bisschen Table Dancing? Muss nicht unbedingt. Doch, super, das... Hey. Das wird die Autorität nur steigern. Und nun wollen wir das Ganze natürlich nicht zu erotisch werden lassen und verknüpfen das Ganze mit einem Geburtstag. Und zwar Toulouse-Lautrec wurde heute vor vielen, vielen Jahren geboren. Wer war Toulouse-Lautrec? Die Lehrerin weiß es? Ein Maler. Ein Maler, ganz genau. Nun müssen wir vielleicht noch ein bisschen was für die Zielgruppe tun. Also Toulouse-Lautrec war sozusagen der Andreas Türk seiner Zeit, ein unheimlicher Frauenschwarm. Wir haben hier ein Bild von Toulouse-Lautrec. Ja, 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 ja. So sah er aus. Hat sich eigentlich war er, wenn ich es mir recht überlege, war er gar nicht der Andreas Türk seiner Zeit, sondern der Waldemar Hartmann seiner Zeit. Denn er hatte einen lustigen Bart und trieb sich oft in Puffs rum und schwang, wie gesagt, den Pinsel. Nicht wahr? Hier nochmal ein Bild von Toulouse-Lautrec. Und wir wollen jetzt uns mit dieser Striptease-Nummer hier zurückversetzen ins Paris des vorigen Jahrhunderts. Moulin Rouge. Und wir brauchen jetzt einen Toulouse-Lautrec. Vielleicht der Herr da hinten, das wäre ein veritabler Toulouse-Lautrec. Wenn Sie mal, ja, ja, nee, nee, ganz freiwillig bitte herkommen. Ich hole Sie jetzt nicht ab.